Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 19. Lesung des Buches Babylon Mysterienreligion oder mit anderen Worten im Grunde von Babylon nach Rom 100 Jahre später, so könnte man es auch bezeichnen, weil Alexander Hislop hat 1853 mit seinem Buch, das 1858 dann endgültig veröffentlicht wurde, den Grundstein gelegt dafür, dass ein protestantischer Schreiber, in diesem Fall Alexander Hislop, der Welt mit seinem Buch deutlich gemacht hat, dass Rom, wie wir es heute kennen, hauptsächlich dann also der Vatikan und der Sitz der römisch-katholischen Kirche, seine Wurzeln in Babylon hat. Und knapp 100 Jahre später, nämlich 1966, hat Ralph Wodrow genau dieses Thema übernommen, hat auch ein Buch dazu geschrieben, das in seiner Ausführung deutlich knapper ist, das sich in vielen Quellen auf Alexander Hislops Quellen und auf andere Quellen, sehr oft auch auf die römisch-katholische Enzyklopädie bezieht. Und ich finde das sehr wichtig, das immer noch mal zu erwähnen. Das ist ja nun nicht die erste Sendung, in der ich das erwähne. Der Punkt, warum ich das mache und bleiben tue, hat damit zu tun, dass viele Leute immer glauben, Jörg, du bist gegen Katholiken und du schimpfst nur gegen Katholiken. Und das ist nicht wahr. Ich schimpfe nicht gegen Katholiken, ich schimpfe gegen den Geist, der sie leitet. Ich schimpfe nicht gegen Katholiken an sich, sondern ich schimpfe dagegen, dass sie sich so leicht verführen lassen und lieber dem Menschen folgen, anstatt dem Gott. Und ich möchte ihnen aufzeigen, dass sie einer Lüge folgen. Und der Tag, an dem ich aufhöre, die Menschen vor einer Falle zu warnen, ist der Tag, an dem ich kein Christ mehr bin. Weil aus christlicher Nächstenliebe versucht man natürlich, diejenigen zu warnen, die man sieht, die in offene Fallen laufen. Ich meine, stell dir vor, du, der du das Video jetzt schaust, du stehst unbedarft auf einer Straße und hinter dir kommt ein, ich sag jetzt mal, elektrisch fahrender 40 Tonnen LKW an, ja, weil den hört man nämlich nicht. Und du hast überhaupt keine Ahnung, dass der dich in den nächsten paar Sekunden zermatschen wird. Und ich komme angesprungen und ziehe dich von der Straße runter. Dann tue ich das, weil ich dich von der Gefahr, ewig zu sterben, dort auf der Straße retten will. Und genau das ist das, was man mit diesen Lesungen macht. Man möchte die Leute aufmerksam machen auf Jesus Christus, der unsere einzige Erlösung ist, weil er hat gesagt, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg und ich bin das Leben. Ja? Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also jeder, der auf den Irrweg des Katholizismus geht, jeder, der auf den Irrweg Erlösung durch Werke geht, jeder, der auf den Irrweg der Sakramente geht, der Menschenanbetung, der Idolatrie, wie in der römisch-katholischen Kirche es immer wieder praktiziert wird, der ist dazu verdammt, das ewige Leben in der Hölle zu verbringen. Und das möchte ich einfach nicht. Und deswegen möchte ich die Leute warnen. Gut, hier und da sind meine Worte vielleicht manchmal ein wenig brutal, vielleicht ein wenig laut, ja, aber das ist nun mal die Emotion, das sind die Gefühle, die mit mir durchgehen, weil es ist doch ganz logisch, dass man seine Gefühle auch äußert. Jesus Christus hat seine Gefühle auch ganz deutlich geäußert, als er im Tempel die Geldwechsler rausgeschmissen hat. Ne? Und er hat ganz deutlich seine Gefühle geäußert, als er mit den Schriftgelehrten und Pharisäern gesprochen hat und sie eine Höllenbrut genannt hat und so weiter und so weiter und so weiter. Also, versteht mich richtig. Ich mache das aus Nächstenliebe. Und in der Bibel steht ganz deutlich bereits schon diese Frage geschrieben: Bin ich denn dein Feind geworden, weil ich dir die Wahrheit erzähle? Wenn du dich von diesen Lesungen abkehrst, weil du meinst, ich bin dein Feind, dann kann ich dir nicht helfen, dann kann dir wahrscheinlich niemand helfen. Wenn du aber meinst, ich brauche vielleicht eine Backpfeife, um mich wach zu rütteln, dann möchte ich derjenige sein, der dir diese geistige Backpfeife auch wirklich gibt, um dafür zu sorgen, dass du aus dem Schlaf, in den der Teufel dich in dieser Welt eingelullt hast, aufwachst und die Wahrheit erkennst und zum wahren Jesus Christus dich bekennen kannst. Nicht zu dem Jesus Christus der römisch-katholischen Kirche, sondern zu dem Jesus Christus, der in der Bibel beschrieben steht, der einzige Sohn, der einzige eingeborene Sohn des einzigen Vaters, der im Himmel sitzt. Nach dieser Einleitung fahren wir fort, also jetzt in der 19. Lesung des Buches Babylon Mysterienreligion. Wir sind immer noch in dem Kapitel Herren über das Erbe Gottes. Das hatten wir letztes Mal nicht abgeschlossen. Nebenbei lasse ich noch den Film laufen aus der englischen Sendung von der Zeit. Eingeblendet haben wir hier dieses wunderbare Buch. Ich weiß nicht, ob einige von euch das in der Zwischenzeit schon mal angeschaut hatten. Das lief ja letzte Woche auch schon. Roman Catholicism, also römischer Katholizismus von Lorraine Bettner.
Ich habe das Buch mal angefangen zu lesen. Das ist absolut wert, es ganz zu lesen, aber das sind so viele Bücher und so wenig Zeit. Aber von daher kann ich es jedem anraten, ladet euch das runter. Das gibt es im Internet gratis als PDF und lest euch das durch. Das ist eine sehr, sehr gute Lehre über was römischer Katholizismus ist. Aber wir fahren jetzt halt fort in dem Unterkapitel Herren über das Erbe Gottes, das ist das Kapitel, das Priestertum aller Gläubigen. Ja, das Priestertum aller Gläubigen, da könnte man natürlich im Grunde gleich eine Frage hinterher schicken, also was gesagt, ein Fragezeichen hinten anstellen. Ist das Priestertum der römisch-katholischen Kirche das Priestertum aller Gläubigen? Ja, all der Gläubigen, die an sie glauben, die ihrer Lehre folgen, denen ja. Es gibt aber viele, die wenden sich von dem Priestertum ab. Und hier wollen wir doch mal sehen, was der Autor darüber zu sagen hat. Alle diejenigen, die durch das Blut des Christus von ihren Sünden reingewaschen worden sind, sind zu Priestern Gottes gemacht und sind ein königliches Priestertum. Das lesen wir an zwei Stellen in der Bibel, nämlich Offenbarung Kapitel 1, Vers 6 und 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9. Und wir lesen das in sehr, sehr vielen Schriften von Martin Luther. Ich weiß ja nicht, inwieweit die Leute, die dieses Video schauen, mit Martin Luther und dem seinen Schriften oder seinen Schriften bekannt sind. Nur es kommt immer wieder darauf hinaus, dass Luther zum Beispiel an einer Stelle sagt, im Grunde sind wir alle Päpste. Wir brauchen keinen Papst in Rom. Wir sind nämlich alle auf demselben Niveau. Wir sind alles Brüder und Schwestern. Wir sind alle Priester Gottes. Und der Papst in Rom behauptet ja nur von sich, dass er der höchste aller Priester ist. Jesus Christus aber sagt, nein, keiner ist von euch der höchste. Ihr seid alle gleich. Darum nennt auch niemand auf dieser Erde euren Meister, denn einer ist euer Meister, der Christus Jesus. Also, wie lauten denn die beiden Bibelzitate? Offenbarung 1, Vers 6 heißt, und uns zu Königen und Priestern gemacht hat. Jesus Christus hat uns zu Königen und Priestern gemacht, für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9 lautet Zitat: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Das Priestertum aller Gläubigen ist die eindeutige Position des Neuen Testaments. Da sich Menschen jedoch als Herren über Gottes Herde erhoben haben, wurde dem Volk gesagt, dass sie einen Priester brauchen würden, dem sie ihre Sünden bekennen konnten, der sie besprengen durfte, also taufen, für sie Messen lesen musste und so weiter. Sie wurden gelehrt, von einem menschlichen Priester abhängig zu sein, während der wahre Hohepriester, der Herr Jesus, in einer dunklen Wolke von menschlichen Traditionen aus ihrem Blickfeld verschwand. Religiöse Titel. Im Gegensatz zu Elihu, der keinem Menschen schmeicheln und ihm einen Ehrennamen geben wollte, begannen diejenigen, die sich als Herren über das Volk erhoben, sich selbst unbiblische Titel zu geben oder sogar Titel, die nur für Gott bestimmt waren. Wir lesen hier auch noch zu Elihu in Hiob, Kapitel 32, Vers 21, Zitat: Ich will aber für niemand Partei ergreifen und keinem Menschen schmeicheln. Jesus Christus warnte vor diesem Missbrauch, ja, also dem Missbrauch, sich selbst unbiblische Titel zu geben. Jesus Christus sagte in Matthäus, Kapitel 23, in den Versen 9 bis 12, Zitat: Nennt auch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Auch sollt ihr euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das Zitat ist in der Hinsicht interessant, wenn wir uns mal eben das Bild anschauen von dem Papst, der hier im Video auftaucht, gerade rechtzeitig zu dem, was ich sagen möchte. Er steht hier, der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Der Papst Franziskus
ist einer der Päpste, der das wieder wunderbar für sich selbst versucht zu proklamieren. Schaut doch mal, wie toll ich bin der Größte und ich bin euer Diener. Und dann bückt er sich hin und dann wäscht er Menschen aus dem Gefängnis die Füße und all solche Dinge, die er da macht und zwischen Anführungszeichen erniedrigt sich. Ja? Nur bei ihm ist es nur eine Show, weil er eben nicht wirklich diesen Menschen dient, weil wenn er diesen Menschen dienen würde, dann würde er dafür sorgen, dass sie ein anderes Leben führen würden. Dann würde er dafür sorgen, dass die Ungerechtigkeit, die er auf der Erde verbreitet, eben nicht mehr verbreitet würde. Also der Papst ist damit heuchlerisch, wenn er diese Dinge macht. Aber wir sollten uns davon bewusst sein, dass wenn wir uns groß denken zu sein, dass wir den anderen dienen sollen. Und wenn wir den anderen, unseren Brüdern und Schwestern dienen, dann erreichen wir wahre Größe. Und keine andere Größe zählt vor unserem Vater im Himmel. Deswegen, wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und das ist genau das, was der Papst macht. Er erhöht sich selbst. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wer sich also selbst erniedrigt, um Diener der anderen zu sein, der wird vom Vater belohnt werden. Das ist genau wie mit den Gebeten. Ne? Wir sollen nicht vor der Menge stehen und beten, an der Straßenecke stehen und beten, sondern wir sollen in unserem Kämmerlein beten und unser Vater, der uns im Verborgenen hört, wird uns im Verborgenen dafür belohnen und wird uns unseren Lohn dann dementsprechend geben. Und das ist hier genau dasselbe. Also, wenn wir uns zwischen Anführungszeichen erniedrigen, wenn wir uns so niedrig verhalten, wie wir auch wirklich sind, wenn wir einsehen, dass wir alles fehlbare Menschen sind, dass wir Fehler machen, dass wir Sünder sind, dass wir täglich gegen unseren Vater im Himmel sündigen, wenn wir das alles zugeben, wenn wir uns dadurch erniedrigen, dann wird er uns, wenn die Zeit dafür reif ist, belohnen, durch uns zu erhöhen. Dann werden wir unseren Lohn dort bekommen, wo wir unsere Schätze auch anlegen sollen. Nämlich nicht hier auf dieser Erde, wo Motten und Rost sie fressen, sondern im Himmel. Ja. Es ist schwer zu verstehen, fährt der Autor fort, wie eine Kirche, die behauptet, das ist ganz wichtig, ja, die Kirche behauptet, von Christus gegründet worden zu sein. Sie ist es nicht, aber sie behauptet es. Und der einfache Mensch heutzutage, der auf dieser Welt rumläuft und das hört und liest, der prüft es nicht nach. Wir hier von Stunde der Wahrheit prüfen solche Dinge nach und sehen, dass diese Behauptung, die Kirche Christi zu sein, der römisch-katholischen Kirche, eine haltlose Behauptung ist, dass da kein Grund hintersteht, dass das alles nur auf Sand gebaut ist. Ja? Und deswegen sagt der Autor, dass es schwer zu verstehen ist, wie eine Kirche, die behauptet, von Christus gegründet worden zu sein, nach wenigen Jahrhunderten beginnen kann, genau die Titel zu verwenden, von denen er, Christus, sagte, dass sie nicht verwendet werden sollen. Trotzdem wurde dem Bischof von Rom der Titel Papst gegeben, was nur eine Variation des Wortes Vater ist. Die Priester des Katholizismus werden auch Vater genannt. Wir erinnern uns, dass einer der führenden Zweige der Mysterien, die in der Spätantike nach Rom kamen, der Mithraismus war. In dieser Religion wurden diejenigen, die über die heiligen Zeremonien den Vorsitz hatten, Väter genannt. In einem Artikel der katholischen Enzyklopädie über den Mithraismus wird gesagt, Zitat, die Väter, was hier als religiöser Titel verwendet wird, leiteten die Anbetung. Das Oberhaupt der Väter, eine Art Papst, der immer in Rom lebte, wurde Pater Patrum genannt, also mit anderen Worten Vater der Väter. Nun, wenn die Heiden in Rom ihre Priester Vater nannten und wenn Christus gebot, niemandem den Titel Vater zu geben, aus welcher Quelle kam dann der Brauch der römisch-katholischen Kirche, den Priester mit diesem Titel zu versehen? Kam der von Christus oder aus dem Heidentum? Selbst in der Bibel finden wir ein Beispiel, in dem ein heidnischer Priester Vater genannt wird. Und da gehen wir nochmal kurz in den Film zurück. Das Bild war nämlich gerade hier zu sehen. Ja, das ist hier die Geschichte. Ein Mann mit dem Namen Micha, Micah im Englischen,
sagte zu einem jungen Leviten, Zitat, bleibe bei mir und werde mir zum Vater und zum Priester. Ja? Oder wie es in der Schlachter heißt, da sprach Micha zu ihm, bleibe bei mir, du sollst mir Vater und Priester sein. Ich will dir jährlich 10 Silberlinge und Bekleidung und deinen Unterhalt geben. Und der Levit ging hinein. Micha war ein erwachsener Mann mit einem eigenen Sohn. Der Levit war ein junger Mann. Der Titel Vater wurde offensichtlich im religiösen Sinne verwendet, als eine Bezeichnung für den Priester. Micha wollte, dass der Levit ein Vaterpriester in seinem Haus der Götter wurde. Dies war eine Art Katholizismus, da der junge Priester behauptete, er spreche das Wort des Herrn. Das lesen wir im Buch der Richter. Breach of etiquette. Salute all. Das lesen wir im Buch der Richter, Kapitel 18, Vers 6. Da steht geschrieben, der Priester antwortete ihnen, zieht hin in Frieden. Euer Weg, den ihr zieht, ist vor dem Herrn ganz recht. Der Gottesdienst aber war eindeutig durchsetzt von Götzenanbetung und heidnischen Bräuchen. Götzenanbetung. Wieder mal. Idolatrie. Und auch das ist ja genau wie in der römisch-katholischen Kirche heutzutage. Der Titel Monsignor. Die römisch-katholische Kirche verwendet den Titel Monsignor, was bedeutet mein Herr. Es ist ein allgemeiner Titel, wie in der katholischen Enzyklopädie erklärt ist. Er ist eine angemessene Bezeichnung. Wer bestimmt es, dass es angemessen ist? Ja? Für viele der höher gestellten Führungspersonen der Kirche. Anstatt Patriarchen mit Vostra Beatitudine, Erzbischöfe mit Euer Gnaden, Bischöfe mit Mein Herr, Äbte mit Gnädiger Herr anzusprechen, verstößt man auch nicht gegen die Etikette, wenn man einen von ihnen ohne Unterschied mit Monsignor begrüßt. Einer der Bedeutungen von Arch, also griechisch Erz, ne? Also das kennen wir ja von Erzbischof, Arch ist es im Englischen, Archbishop zum Beispiel. Eine der Bedeutungen von Erz ist Meister. Das Verwenden von Titeln wie Erzpriester, Erzbischof, Erzdiakon ist also nichts anderes, als diese Menschen Meisterpriester, Meisterbischof und so weiter zu nennen. Der Oberste des Ordens der Dominikaner wird Meistergeneral genannt. Ja? Dominikaner sind auch ein sehr interessantes Thema, das wir in den Lesungen ab, ich glaube, Lesung 26, 27 in Henry Charles Lears Geschichte der Inquisition im Mittelalter auch mitmachen. Da geht es um die Gründung der Bettelorden, Dominikaner und Franziskaner. Und wie diese alleine schon aus ihrer Gründung heraus zu sehen ist, ganz deutlich Vorläufer der Jesuiten waren. Ganz interessant, wenn man dann hier liest, dass der Oberste des Ordens der Dominikaner Meistergeneral genannt wird und wir heute wissen, dass der Oberste des Jesuitenordens eben auch der General ist, dann sehen wir auch hier wieder ein Gleichnis zwischen diesen beiden. Ja, schon ganz interessant, um diese Dinge mal zu vergleichen und zu sehen. Also der Oberste des Ordens der Dominikaner wird Meistergeneral genannt. Also geht das wieder gegen das ein, was Jesus Christus sagte, von nennt niemand euren Meister, nicht wahr? Wir müssen nur wiederum die Worte Jesus zitieren, die die Anwendung solcher Titel ablehnen in Matthäus 23, 10, wo geschrieben steht, auch sollt ihr nicht, euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Hatten wir ja weiter oben schon gelesen. Auch das Wort Reverend, ja, das im Englischen gebraucht wird, das im Deutschen Hochwürden heißt, und wie oft wird nicht Hochwürden in der römisch-katholischen Kirche von den Menschen gebraucht, auch dieser Titel wird in der Bibel nur auf Gott angewandt. Der englische Titel für Pfarrer, Reverend, erscheint als Adjektiv nur einmal in der englischen Bibel. Heilig und erhaben ist der Herr. Und das lesen wir im Psalm 111, Vers 9 aus der englischen Übersetzung. Ne? Heilig und erhaben, also das Wort erhaben ist das Wort Reverend im Englischen. Und da lesen wir in der König James, he sent redemption unto his people. He hath commanded his covenant forever. Holy and reverent is his name. Ja, da geht es also ganz eindeutig um Gott im Himmel. Er hat Erlösung zu seinen Menschen geschickt, zu seinem Volk geschickt. Er hat ihren Bund für immer befohlen. Heilig und erhaben
ist sein Name, heißt das auf Deutsch. Das Wort reverent, also erhaben, kommt von dem lateinischen revere und wurde als erstes im 15. Jahrhundert für den englischen Klerus verwendet, als ein Titel, der Respekt ausdrücken sollte. Variationen dieses Titels sind folgende: der Reverend, also Pfarrer, der Erhabene, der Very Reverend, der Dekan, der sehr Erhabene, der Most Reverend, das ist dann ein Erzbischof, der höchst Erhabene und der Right Reverend, der Bischof, der wohl Erhabene. Als Jesus sich gegen schmeichelnde Titel ausgesprochen hatte, ging es ihm hauptsächlich darum, dass Demut und Gleichheit unter seinen Jüngern sei. Sollen wir dann nicht die mutmaßliche Autorität dieser hohen Ämter ablehnen, in denen Menschen danach trachten, sich selbst zu Herren über Gottes Herde zu machen? Und sollte nicht anstatt dem Menschen Gott alle Ehre gegeben werden? Das ist eine Frage, die ein bibelgläubiger Christ ganz eindeutig mit Ja beantwortet, die ein römischer Katholik jedoch ohne Konflikt nicht so einfach mit Ja beantworten kann. Denn schließlich schwört ein römischer Katholik seine erste Treue und Ergebenheit dem Papst, der Leitung der römisch-katholischen Kirche. Und an der Spitze der Leitung der römisch-katholischen Kirche steht nun einmal der Papst. Das ist das Glaubensbekenntnis, wie man das im römischen Katechismus spricht. Ja? Und deswegen sollten die Menschen vielleicht mal überdenken, wem sie dienen wollen. Wenn sie einem Menschen dienen wollen, dann müssen sie eben auch akzeptieren, dass die Rechte, die dieser Mensch ihnen gibt, dass er diese Rechte auch wieder einziehen kann, wegnehmen kann. Und genau das macht der Papst immer wieder, jeden Tag auf der ganzen Welt. Und von daher sollten wir uns wirklich überlegen, wem sollen wir Ehre geben? Wem sollen wir zuhören? Sollen wir einem Menschen hören oder zuhören? Oder sollen wir Gott zuhören? Wenn wir Gott zuhören wollen, dann müssen wir vor allen Dingen eins tun, nämlich sein Wort lesen, seine Bibel lesen und uns in seinem Wort lehren und dadurch bereit sein, um dem Teufel ins Gesicht zu schauen und die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen, wie es in Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 18 geschrieben steht. Und dann können wir wirklich anstatt einem Menschen Gott alle Ehre geben, wie es sich gehört. Das nächste Kapitel lautet eine unverheiratete Priesterschaft. Ja, jetzt wird es wieder ein wenig schmutzig. Das ist leider ein Thema, das sich nicht vermeiden lässt, aber hier werden wir wieder mit einigen Abgründen des Papsttums und der römisch-katholischen Kirche umgehen müssen, die nicht so besonders appetitlich sind. Aber das lässt sich nun mal nicht verändern. Man muss den Leuten ja aufzeigen, wo eben diese ganzen Traditionen herkommen. Die römisch-katholische Kirche behauptet ja, dass die Traditionen der römisch-katholischen Kirche über der Bibel stehen. Gut, da müssen wir auch wissen, wo kommen die Traditionen her? Und haben wir es hier zu tun mit Traditionen aus der Schrift oder haben wir es hier zu tun mit eigenbrötlerischen Traditionen, mit menschengemachten Traditionen? Ja? Und mal eben sehen, ich kann auch erstmal nur das Bild hier zeigen von der Buchlesung. Legen wir das mal daneben. Muss ja nicht immer ein Video laufen. Mal schauen. Fangen wir mal an. Eine unverheiratete Priesterschaft. Das Zölibat, Ursprung und Auswirkung. Das wird nicht so sehr ausgebreitet hier in diesem Kapitel erklärt. Aber der Autor geht da schon rein. Er fängt an mit einem Auszug aus der Bibel. Nämlich Paulus, der im ersten von zwei Timotheusbriefen, Kapitel 4, Verse 1 bis 3, ganz deutlich die Leute anspricht und ihnen sagt, Zitat, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Wenn ich also mir verbieten lasse zu heiraten
oder Speisen zu genießen, die Gott geschaffen hat, damit sie bedanksam gebraucht werden, dann ist das ein Zeichen, dass ich die Wahrheit nicht kenne. Denn es ist ganz einfach ein Zeichen, dass ich die Bibel nicht kenne, weil die Bibel ist Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit, so steht es geschrieben. Das Wort Jesu Christi ist Wahrheit. Der Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Ja? Wenn ich die Wahrheit nicht erkenne, dann erkenne ich Jesus Christus nicht. So einfach ist das. Und dann beziehe ich mich eben auf das, was ein Mensch sagt und tut und mir lehrt. Das ist genau das, was hier bei Timotheus angeholt wird. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden. Aber von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. In diesem Abschnitt warnt Paulus davor, dass ein Verlassen des wahren Glaubens in künftigen oder letzten Zeiten stattfinden werde. Die Stelle weist nicht unbedingt auf die letzten Zeiten der Welt hin, so schreibt Adam Clark in seinem bekannten Bibelkommentar, sondern auf jede folgende Periode, in der die Gemeinde existiert. Tatsächlich fand dieser Abfall vom Glauben, wie diejenigen wissen, die die Geschichte kennen, schon in den ersten Jahrhunderten statt. Und das ist ein sehr wichtiger Satz. Weil das, was hier geschrieben steht, das verweist nach 2. Thessaloniker Kapitel 2. Dort steht nämlich geschrieben, dass erst der Abfall kommen muss und dann wird der Sohn des Verderbens, der Mann der Sünde, offenbart werden. Und genau dieser Abfall kam und als Gefolg davon oder als Folge davon hat sich die römisch-katholische Kirche gebildet und ist das kleine Horn, das wir in Daniel bereits beschrieben gesehen haben, gewachsen und stetig hat es an Autorität und Macht gewonnen. Und deswegen war dieser Abfall genau der, vor dem im 2. Thessaloniker 2 gewarnt wurde. Und die Menschen damals in Thessalonik und in anderen Städten, die wussten das. Und haben, wie wir damals bei Henry Grettengenes gelesen haben, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, wir sind an einer Stelle in dem Buch auf ein Gebet gestoßen, dass die ersten Christen, also die Christen des 1., 2. und 3., selbst sogar bis 4. Jahrhunderts, bis Anfang des 4. Jahrhunderts gebetet haben, für die Langlebigkeit der sie verfolgenden Cäsaren. Die haben dafür gebetet, dass diese Cäsaren ein möglichst langes und gutes Leben beschert ist, weil sie wussten, dass wenn der Cäsar wegfällt, wenn der, der jetzt hindert, weggeräumt ist, dann wird der Mann der Sünde offenbart werden. Dann findet eben dieser Abfall statt. Und genau das schreibt Ralph Woodrow hier. Deswegen sagt er, dass diejenigen, die die Geschichte kennen, und zwar die wahre Geschichte, die wissen, dass dieser Abfall in den ersten Jahrhunderten stattfand, sich manifestiert hat, spätestens im Jahr 320, 321. Die ersten Christen betrachteten die Anbetung heidnischer Götter als Dämonenanbetung. Das lesen wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Verse 19 und 21 oder bis 21. Was sage ich nun? Dass ein Götze etwas sei? Oder dass ein Götzenopfer etwas sei? Nein, sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Daraus lässt sich folgern, dass sich die Warnungen des Paulus gegen die Lehren der Dämonen gewiss auf die Lehre der heidnischen Mysterien bezog. Spezielle Betonung legte er auf die Lehre des Verbotes der Ehe. In der Mysterienreligion bezog sich dieses Verbot nicht auf alle Anhänger. Es war vielmehr eine Lehre, die das priesterliche Zölibat meinte. Alexander Hislop in seinem Buch von Babylon nach Rom weist darauf hin, dass solche unverheirateten Priester Mitglieder in höheren Klassen der Priesterschaft der Königin Semiramis gewesen sind. Die Himmelskönigin. Wieder eine interessante andere Buchlesung. Dies mag seltsam erscheinen. Dennoch schreiben die Berichterstatter der Antike der zügellosen Königin die Erfindung des klerikalen Zölibats zu, und zwar in ihrer schärfsten Form.
Daraus lesen wir aus Websters 1828er Wörterbuch. Ja, das ist eine Wörterbuch, also Dictionary, das ist eine Enzyklopädie. Ja. Und das ist ganz interessant. In dem Buch könnt ihr mal, es gibt es online, da könnt ihr mal eine Wortsuche starten, da könnt ihr mal das Wort Dinosaurier suchen, da werdet ihr nicht fündig werden. Das gab es nämlich 1828 noch gar nicht. Also aus diesem wunderbaren Wörterbuch von 1828, Websters, lesen wir: Zölibat, also eine Erklärung dazu, ist ein Substantiv. Es ist ein unverheirateter Stand, ein alleinstehendes Leben führen. Es wird am häufigsten, wenn auch nicht immer, auf Männer oder ein freiwilliges alleinstehendes Leben angewendet. Biblisch sollte dies auch bedeuten, auf sexuelle Beziehungen zu verzichten. Das ist jetzt nicht, was bei Webster steht, das steht bei mir. Ja? Biblisch sollte dies natürlich auch bedeuten, also ein alleinstehendes, freiwillig alleinstehendes Leben führen, sollte auch bedeuten, auf sexuelle Beziehungen zu verzichten, da die Bibel lehrt, dass sexuelle Beziehungen außerhalb der biblischen Ehe Ehebruch und Unzucht sind. Dieser Punkt spielt bei dem satanischen babylonischen Priestertum keine Rolle, wie die weltweiten pädophilen und sodomitischen Skandale bezeugen. Das heißt mit anderen Worten, wenn man sich biblisch enthält von Heirat, Paulus spricht darüber in einem seiner Briefe, wo er über Eunuchen spricht. Da sagt er, es gibt drei verschiedene Sorten von Eunuchen. Es gibt diejenigen, die so geboren sind. Es gibt diejenigen, die von Menschen so gemacht werden. Und es gibt diejenigen, die durch Kraft des Geistes Eunuche werden. Ja? Das sind diejenigen, die, wie Paulus zum Beispiel auch, der gewählt haben, nicht zu heiraten, sich nicht mit einer Frau zu verbinden, sondern alleine zu leben. Die aber auch dann keinen Sex haben, weil Sex ist in der Bibel ganz klar, alles, was außerhalb der Ehe stattfindet, ist Ehebruch. Also, wenn ich nicht verheiratet bin und ich habe Sex, ist das Sex außerhalb der Ehe, weil ich bin ja nicht verheiratet und damit ist es Ehebruch und Unzucht und eine Sünde. Ja? Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn ich halt ein freiwilliger Eunuche bin, wie ich sage es jetzt mal, Paulus das war, ich sage das jetzt mal so, Paulus hat es auch von sich selbst mehr oder weniger behauptet, dass er das durch seine eigene Wahl war. Wenn das so ist, dann ist das prima. Dann, man ist zwar nicht dazu gemacht, aber manche Menschen fragen den Geist um Hilfe, um eben eine alleinstehende Beziehung oder eine alleinstehend sein zu können, ohne eine Hilfe, also eine Frau dabei zu haben. Die enthalten sich dann aber auch logischerweise vom Sex, weil sie eben das Gebot des Ehebruchs, ich glaube, das ist das achte Gebot, nicht brechen wollen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Biblisch Ja. sollte dies, ja, kannst gleich was sagen. Biblisch sollte dies also bedeuten, dass sexuelle Beziehungen zu verzichten, weil wenn ich dann keinen Sex habe, dann begehe ich auch eben die Sünde nicht. Die satanische babylonische Kirche, das satanische babylonische Priestertum enthält sich zwar der Ehe, aber er enthält sich nicht dem Sex. Und das wird eben ausgedrückt oder kommt zum Ausdruck in der weltweiten pädophilen und sodomitischen Agenda, die wir immer wieder und überall sehen. Und ich habe dazu ja auch eine eigene Bibelstudie gemacht über Homosexualität heilbar in 8 Teilen über Römer Kapitel 1, Verse 15 bis 32. Das kann sich dann ja jeder mal anschauen. Und auch sonst ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema, das auch Tom Fress am 22. Oktober 2010 in der Lesung von Code Word Babylon besprochen hat und wo er da ganz deutlich darauf eingegangen ist. Also wer sich das im Archiv von First Amendment Radio anhören kann, der sollte das tun. Und wer es nicht kann, der kann es mich wissen lassen, dem kann ich die Aufnahme senden. Absolut hörenswert, wie er das da miteinander verbindet. So, und Bruder Michael hatte auch eine Bemerkung. Also dann bitte, Bruder. Ja, Jörg, erstmal vielen Dank bis hierhin. Du hast ja gerade jetzt Matthäus 19,12 benannt und da hatte ich gestern im Chat bei einer Premiere von der satanischen Musikagenda Folge 40 mit Queen eine Anfrage gehabt von einem der Stammchecker sozusagen, der dann meint, dass Transgender ja mit in der Bibel benannt werden und zwar genau in Matthäus 19,12. Und da hatte ich natürlich jetzt erstmal
eine ganz andere Meinung, da habe ich natürlich auch eine ganz andere Meinung zu und habe ihn dann erstmal dahin verwiesen, denn, deswegen grätsche ich jetzt eben mal rein, in der Schlachter selber ist eben nicht von Eunuchen, sondern von Beschnittenen die Rede, ne? Oder Verschnittenen, so, Verschnittenen. Und das ist eben dann so, dass ich gedacht habe, naja gut, bevor wir jetzt eine große Diskussion machen, mitten im Chat, wo es sich um ein ganz anderes Thema eigentlich geht, habe ich ihm gesagt, dann lies doch mal die King James Bibel 1611. Und daraufhin kam er dann allerdings dann auch nochmal so zwischendurch rein und meinte dann zu mir, ja, das hätte ihn jetzt nur mit seiner jahrelangen Recherche bestätigt, dass es sich da eben genau um Transgender handeln. Also die King James Bibel wäre da jetzt also auch nicht explizit anders als Matthäus 19,12. Und deswegen habe ich da natürlich gerade dran gedacht, als ich jetzt da die Geschichte mit den Eunuchen, weil wie gesagt, Eunuchs oder Eunuchen ist halt in der King James benannt und in der Schlachter steht es halt mit Verschnittenen drin. Und vielleicht hört das ja der Bruder dann auch, um den es geht, dann kann man ihn da nochmal drauf hinweisen. Jo. Das war ein sehr wichtiger Punkt. Ich habe das auch früher schon mal angeholt, Michael, über den Eunuchen. Erinnerst du dich vielleicht oder vielleicht auch die Zuhörer? Wir hatten da in Apostelgeschichte über gesprochen. Ich möchte mal eben das Zitat hier raussuchen aus der König James, deswegen mache ich nochmal eine andere Seite deswegen, auf. Deswegen fand ich es ja auch viel, viel. Kapitel 8 oder Kapitel 9 war es? Was war es? 8, ne? Ich glaube, es war 8, ne? Wo, ja, Philipp, 8. Wo Philipp mit dem Eunuchen den getroffen hat. Ja. Also 8 war es. Simon Magus. Ja, nee, nee, hier ist es. Kapitel 8. Ja, ja, im späteren Teil. Da sagt der Geist zu Philipp, geh da und dahin. Und dann Philipp hörte ihm den Elias reden, weil wo ist das hier? Hier. And he rose and went and behold a man of Ethiopia, a eunuch, or an eunuch, of course, an, anstatt für a, an eunuch of great authority under Candace, queen of Ethiopians, who had the charge of all her treasure and had come to Jerusalem for to worship. Also hier wird das Wort Eunuche gebraucht. Ja, das ist schon mal sehr interessant, dass wir das sehen. Also hier in der König James kennt man das Wort Eunuche. In Matthäus steht, for there are some eunuchs, which were so born from their mother's womb. Ne? Wie ich gesagt hatte, es gibt Eunuchen, die werden so geboren. Ja. And there are some eunuchs, which were made eunuchs of men. Das sind zum Beispiel die Kastraten. Ja, na ja, klar. And there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. Das heißt, mit Ja, das kann ja nicht ein materieller Grund hinterstecken oder jetzt eine sonstige, sondern die machen es ja fürs Himmel, um des Himmelsreiches wegen. Also hat ja überhaupt nichts mit irgendwelchen Operationen oder irgendwas zu tun. Da geht es sich um eine spirituelle Geschichte. Ja, ja, hier steht es ja auch, ne? Denn es gibt Verschnittene. Ne? Mhm. Und wie heißt das hier? Eunuchen, hier übertragen für Ehelosigkeit. Also steht zumindest in der Bemerkung mit bei, dass Verschnitten Eunuchen heißt, weil unter Verschnitten kann man sich gar was weiß ich nicht alles vorstellen. Die vom Mutterleib her so geboren sind, und es gibt Verschnittene, die von Menschen verschnitten sind, und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um des Reiches der Himmel willen. Wer es fassen kann, ja, der eben fasse es. Und das ist genau der Punkt, den Paulus auch später macht. Wer es kann, der soll es tun. Aber man kann sich dazu nicht zwingen lassen. Wer es fassen kann, der fasse es. Das heißt, wer es von sich aus kann, wer die Kraft von sich aus hat und durch die Leitung des Heiligen Geistes die Macht hat, sage ich jetzt mal, oder die Kraft hat, das zu tun und sich in dem, im Leben dem, ich sage es mal, biblischen Zölibat zuzuschreiben, um es jetzt mal eben so zu nennen, biblisches Zölibat ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Ausdruck, aber ihr versteht schon, was ich meine, um mal die Begriffe miteinander zu vermischen, um es deutlich zu machen, um was es geht, der soll es tun. Aber man kann sich das nicht von einer Hierarchie oben auflegen lassen, ohne zu fragen, ob der das denn auch fassen kann. Und wenn es von oben auferlegt ist, dann ist es und dann führt es immer zu Missbrauch. Und das ist genau der Missbrauch, den wir in der römisch-katholischen Kirche sehen. Ja? Also ihr seht wieder mal, wie wichtig es ist, um bestimmte Kapitel in der König-James-Bibel zu vergleichen mit Kapiteln in der deutschen Schlachterbibel. Ja? Ich will hier wirklich nicht über die Schlachterbibel herziehen. Ich will die Schlachterbibel auch nicht schlecht machen. Die Schlachterbibel ist eine wunderbare Bibel für rein deutschsprachige Menschen. Aber wenn man die Möglichkeit hat, es zu vergleichen mit dem Englischen, dann werden einige Dinge noch besser verstanden werden. Ich will es mal so ausdrücken. Wenn man sie auch in Englisch und lesen und verstehen kann,
als sie nur in Deutsch zu lesen. Gehen wir mal eben auf Apostelgeschichte, Kapitel 8 zurück, Vers 27. Da heißt es im Deutschen, ja, behold, da weiß ich jetzt die deutsche Übersetzung nicht von, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer. Das Wort Kämmerer wird hier gebraucht. Woher kennen wir denn das Wort Kämmerer? Ja, Michael, du weißt die Antwort, ne? Mhm. Ja, spuck's aus. Ach so, ja, es gibt da so gewisse Dienste der Ordinarität Papsttum, die da eben auch Kämmerer oder Geheimkämmerer sind. Und da gibt es einige im Bereich der deutschen Geschichte, die diesen Posten auch inne hatten. Nenn doch mal zwei interessante, deutsche Männer, die Geheimkämmerer des Papstes sind. Jörg bist du, ich bin Michael. Nee, Jörg bist du. Also eher Franz von Papen fällt mir natürlich ein und Konrad Adenauer. Ne? Genau, ja. Das sind auch die beiden, denke ich, am wichtigsten, die man hierzu nennen könnte. Ne? Jetzt mal die Frage, war Franz von Papen ein Eunuche? Nein. Warum denn nicht? Franz von Papen war verheiratet. Ja. Franz von Papen hatte Frau und Kinder. Und wer es nicht glaubt, der kaufe sich seine Bibliothek der Wahrheit eine Gasse. Jeder Cent, den er dafür ausgibt, ist rausgeschmissenes Geld, weil in dem Buch steht wirklich nichts Interessantes drin. Ich habe es durchgekämmt und ich habe wirklich nichts Interessantes drin gefunden. Aber ja, tatsächlich, er war verheiratet und hatte Kinder. Und Konrad Adenauer war meines Wissens auch verheiratet. Also die waren keine Eunuchen. Und von daher ist hier die deutsche Übersetzung sehr, na, ich möchte mal sagen, enttäuschend, um es mal gelinde auszudrücken. Weil man muss die Worte ja richtig verstehen, um zu begreifen, was gemeint ist. Ja? Und wenn hier im Englischen das Wort Eunuch gebraucht wird und im Deutschen das Wort verschnitten gebraucht wird, dann lesen die meisten sowieso das Verschnitten nicht, dann lesen die Beschnitten. Ja. Mhm. Ja. Und haben überhaupt. Das ist das Thema. Deswegen fand ich ja auch die Bibelübersetzung der King James Bibel da jetzt eigentlich sinniger, beziehungsweise auch einfacher und prägnanter. Aber es war halt einfach so, dass ich gedacht habe, gut, also da muss ich jetzt nicht großartig viel zu erklären, weil es laufen ja während des Chats ja noch zig andere Themen parallel. Und da habe ich gedacht, gut, also das wird er schon irgendwie rausfinden. Und dann kam halt die Antwort, nee, halt, sehe ich genau dasselbe drin. Hier steht drin, um des Reiches der Himmel willen. Also was hat jetzt ein Transgender mit dem Reich der Himmel zu tun? Das ist genau entgegengesetzte Richtung, ja. Wenn ich mich also dann selber mit meinem Geschlechter nicht mehr identifiziere und in die Schöpfung eingreife, dann werde ich bestimmt nicht das tun, um des Reiches der Himmel willen. Also ich habe da jetzt, in dem Punkt war ich da sehr traurig und habe heute Abend auch dafür gebetet, oder gestern Abend dafür gebetet, vielmehr, dass halt da auch die entsprechende Einsicht dann halt bei dem Fragesteller dann halt kommen wird. Ne? Ja, also mit Transgender hat dieser Text nichts zu tun und Transgender steht auch in der Bibel überhaupt nicht drin. In der Bibel steht halt nur drin, dass wenn Männer mit Männern Unzucht miteinander betreiben und Frauen mit Frauen das betreiben. Ja. Mhm. Und wie gesagt, Tom Fress seine Lesung, ich glaube vom, schlag mich tot jetzt, wirklich 21. oder 22. Oktober. Beide Sendungen sind fantastisch, um sich anzuhören. Eine Sendung, ich glaube die 21. Oktober 2010 war mit Bill Hughes und die vom 22. da hat er weiter in Code Word Babylon gelesen über die Tempelritter, über Jacques de Molay und hat dann darüber hergezogen und hat die ganze Geschichte der Tempelritter erklärt, wie sie aus Babylon über Medo-Persien im Grunde gekommen sind und immer diese Geheimnisse bewahrt haben. Deswegen haben ja zum Beispiel auch die Tempelritter ihre Geheimnisse von den Arabern geholt damals in der Zeit. Also, ja, wie, von den Muslimen, wieso holen die sich die davon? Ja, weil die noch die ursprünglichen Geheimnisse von Medo-Persien, von dem Reich aus Medo-Persien hatten. Ne? Also ganz interessant. Kann man sich anhören. Ich glaube, es ist 22. Oktober 2010. Ja. So eine Art okkulte stille Post. Ne? Mhm. Also so der eine weiß das und gibt das weiter und alles läuft ihm natürlich im Verborgenen, im Geheimen. Ne? Und das wird dann natürlich von Generation und Generation und dann halt von Königreich zu Königreich weitergereicht. Und letzten Endes sind diejenigen halt dieselbigen immer, die ihre Hände in so benannte Unschuld waschen und dann sagen, ja warum?
Ne, wir sind letzten Endes doch hier nur die Schriftgelehrten, wir sind hier nur die entsprechenden Stellen, die halt hier nur für die Ordnung im Tempel zuständig sind. Und der Tempel, ja, da geht keiner rein und da wird halt keiner dann auch in irgendeiner Art und Weise jetzt da auch eine Riesendurchsuchung machen. Und da liegen halt die ganzen, wenn man so will, geistigen Schätze. Ne? Da liegt dieses ganze Wissen eben schön, fein, säuberlich. Und es liegt garantiert nicht in irgendwelchen Wäschekörben, in irgendwelchen Klöstern. Eine Verweisung auf den Herrn Tischendorf, nicht wahr? Genau. Ja. Wie gesagt, überwintert nämlich so ein Pergament nicht, ne? Weißt du? Nee. Also ist schon ganz interessant, wenn man hier mal eben die Schlachterbibel selbst beimet. Und deswegen habe ich ja hier eben nochmal Apostelgeschichte 8 deutlich gemacht, wo das Wort Eunuch eben auch nochmal vorkommt, dass wir hier schon wissen, dass es hier ein Eunuch ist. Wenn wir jetzt mal eben überlegen, in welchem Zusammenhang steht denn hier ein Eunuch? Der Eunuch hat eine Vertrauensposition am Hof der äthiopischen Königin Candace, oder Candice, wie sie im Deutschen wohl heißen wird, hat eine Vertrauensposition dort, weil er war betraut mit der Leitung über ihren ganzen Schatz und war nach Jerusalem gekommen, um dort anzubeten. Ja? Das heißt, er war, ich sage es jetzt mal auf römisch-katholisch, der Hüter des Vatikanschatzes. Und wenn man der Hüter des Schatzes ist, da muss man also sehr betraubar sein, dann kann man in dem Fall, hat die Königin wahrscheinlich darauf bestanden, dass derjenige, der auf den Schatz bewahrt, eben ihr treu ist und niemand anderem und von daher sich eben zum Eunuchen schneiden lassen muss. Und genau dieser Mensch, der eben ein Eunuche war, findet dann hier das Evangelium bei Philipp in Apostelgeschichte 8. Sehr interessant. Aber hier geht es halt darum, dass er ein Eunuche war. Es geht nicht darum, dass er ein Kämmerer war, wie es im Deutschen übersetzt wird. Ja? Ich habe jetzt Apostelgeschichte 8 in Deutsch nicht übersetzt, aber das kann ich ja auch eben mal machen. Wir hatten ja Matthäus hier bereits gesehen. Gehen wir mal kurz in Apostelgeschichte. Dann können wir da uns den originalen Artikel angucken, wie ich das gerade eben gesagt hatte. Philipp in Samaria, Simon der Zauberer, das war ja weiter hinten, wo war das jetzt? 27, Apostelgeschichte 8, 27, da heißt es in der Schlachterbibel, und er stand auf und machte sich auf den Weg, und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer und Gewaltiger, der Kandake, also das ist der Name der Königin der Äthiopierin, welcher über ihren Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. So, und was steht hier? Der Kandake, Titel der äthiopischen Königin, schließen, das ist die einzige Fußnote, die wir hierin finden. Ja? In 4 steht, er war ein Heide, der den Gott Israels verehrte, ohne zum Judentum übergetreten zu sein. Gut, aber das Wort Kämmerer wird hier weiterhin gebraucht und nicht die Erklärung Eunuche, die in dieser Hinsicht sehr wichtig ist. Ja? Und wenn ihr dann Isort nehmt, dann werdet ihr sehen, dass das Wort, das in Matthäus 19 als Eunuche hier im Englischen gebraucht wurde, dasselbe ist, das in Apostelgeschichte 8, 27 hier gebraucht wurde. Und da ist die deutsche Bibel eben undeutlich drin, um es mal ganz deutlich so zu sagen, wie ich persönlich das zumindest empfinde. Ja? Da haben wir jetzt aber genug drauf rumgeritten. Wir wollen uns jetzt wieder dem Text des Buches zuwenden. Es steht hier also, ein unverheirateter Stand ist ein Zölibat. Biblisch bedeutet, wenn man unverheiratet ist, eben auch auf sexuelle Beziehungen zu verzichten, da die Bibel ganz eindeutig lehrt, dass sexuelle Beziehungen außerhalb der biblischen Ehe immer, ausnahmslos, immer Ehebruch sind und Unzucht sind. Dieser Punkt spielt jedoch bei dem satanischen, babylonischen Priestertum keine Rolle, wie die weltweiten pädophilen und sodomitischen Skandale bezeugen, endet mein Kommentar zu diesem Abschnitt des Buches. Daraus nun lässt sich folgern, dass sich die Warnungen des Paulus gegen die Lehren der Dämonen gewiss auf die Lehren der heidnischen Mysterien bezog. Spezielle Betonung legte er auf die Lehre des Verbotes der Ehe. In der Mysterienreligion bezog sich dieses Verbot nicht auf alle Anhänger. Es war vielmehr eine Lehre, die das priesterliche Zölibat meinte. Hislop weist also darauf hin, wie wir bereits gelesen hatten, ich wiederhole es halt nochmal, weil es doch wichtig ist für mich, dass solche unverheirateten Priester Mitglieder der höheren Klassen der Priesterschaft der Königin Semiramis gewesen sind. Auch schon wieder Priester Mitglieder der höheren Klassen. Wie steht es in der Bibel? Wir sind alle Priester. Ne? Wir sind alle auf einem Level, keine höheren Klassen.
Das ist schon mal wieder antibiblisch. Dies mag seltsam erscheinen, dennoch schreiben die Berichterstatter der Antike der zügellosen Königin die Erfindung des klerikalen Zölibats zu, und zwar in seiner schärfsten Form. Und das erklärt auch, warum der Eunuche, ja, der war ja der Hüter des Schatzes der Königin Kandate, ja, warum der Eunuche gewesen ist. Eben Zölibat. So trifft man alles wieder. So, den Punkt hatten wir ja bereits besprochen. Nicht alle Nationen, in denen sich die Mysterienreligion jedoch ausbreitete, forderten das priesterliche Zölibat, wie zum Beispiel Ägypten, wo es den Priestern erlaubt war, zu heiraten. Jedoch weiß jeder Gelehrte, dass die Anbetung der Kybele, einer babylonischen Göttin im heidnischen Rom, in ihrer ursprünglichen Form geschah, das heißt, mit einem zölibatären Klerus. Anstatt dass die Lehre des Verbotes der Ehe der Reinheit dienlich gewesen wäre, waren die Exzesse der zölibatären Priester des heidnischen Rom so schlimm, dass der Senat erwog, sie aus der Römischen Republik auszuweisen. Stellt euch das mal vor. Später, als sich das priesterliche Zölibat im päpstlichen Rom etabliert hatte, kamen ähnliche Probleme auf. Als Antichrist Papst Paul V. versuchte, die genehmigten Bordelle in der Heiligen Stadt abzuschaffen, erhob der römische Senat Einspruch gegen die Durchführung des päpstlichen Entwurfs. Die Männer des Senats begründeten dies mit der Feststellung, dass die Existenz solcher Häuser das einzige Mittel sei, die Priester von der Verführung ihrer Frauen und Töchter abzuhalten. Also mit anderen Worten, die Priesterschaft, die damals da in Rom rumlungerte, nicht anders als heute in Rom und in der ganzen Welt, sind sexuelle Prädatoren, wie man das im Englischen so schön heißt. Sexual Predators. Ja? Also sexuell verschlingende Jagdtiere oder Raubtiere, könnte man das wohl am besten sagen. Aber ja? Noch was dazu. Ja, bitte. Der Papst Sixtus IV. Eröffnete 1582 laut meiner Zeittafel, die ich mir mal gemacht habe, also Sixtus IV. Eröffnete 1582 in Rom Bordelle mit der Gebühr 26.000 Julio, und das waren dann wohl 500 Huren, die da dementsprechend dann quasi in Diensten waren. Ja, hör mal, das ist sowieso ein sehr interessantes Thema, da könnte man fast eine eigene Sendung drüber machen. Ich wollte da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ich habe ja hier zwar hier jetzt keinen Kommentar dazu geschrieben, aber manchmal wird einem das ja während der Lesung durch den Heiligen Geist eingegeben. Ich wollte jetzt noch mal eben auf den Punkt gehen, dass wir hier über die Bordelle sprechen, ja? Die genehmigten Bordelle in der Heiligen Stadt. Jetzt müssen wir doch mal eben verstehen, wie kann denn sowas? Die römisch-katholische Kirche gibt sich ja aus als die Kirche Jesu Christi. Ja? Und sie sagt im Grunde, dass bestimmte Dinge, wie zum Beispiel Bordelle zu betreiben, wie zum Beispiel Hurerei zu betreiben, also Prostitution, was ja als das älteste Gewerbe der Welt gilt, was natürlich nicht stimmt, aber naja, wird natürlich so breit getreten. Jeder weiß, wenn man vom ältesten Gewerbe der Welt spricht, was gemeint ist, dann spricht man von Prostitution. Die römisch-katholische Kirche meint natürlich, von wenn ich aber den Leuten diese Sünde genehmige, dann muss da ein Preis gegenüberstehen. Das ist genau das, was eben der Ablasshandel auch war, gegen den Martin Luther ja damals 95 Thesen an die Kirchentür gehämmert hat. Oder zumindest hat er die 95 Thesen verteilt. Erst auf Latein und dann später auf Deutsch. Ob sie an der Kirchentür angeschlagen wurden, da gibt es keinen historischen Beweis für. Das ist der Punkt nicht. Der Punkt, auf den ich hinaus will und den ich euch mal eben deutlich machen will, ist folgender. Wenn man ein Bordell gründet und den Leuten erlaubt, sich da sexuell zu betätigen, dann muss man dafür eine Lizenz erwerben. Man muss auch eine Lizenz dafür erwerben, wenn man Alkohol ausschenkt. Man muss auch eine Lizenz dafür erwerben, wenn man Drogen konsumieren lassen will. Siehe zum Beispiel Niederlande mit den Coffeeshops, nur mal um ein Beispiel zu nennen, dass euch das deutlich macht, dass das auch so ist. Man muss eine Lizenz haben, um mit dem Auto zu fahren. Das hat auch damit zu tun. Das hat nämlich mit Handeltreiben zu tun. Weil wenn ihr Auto fahrt, dann seid ihr eigentlich Händler.
Aber das wissen viele nicht. Das ist auch wieder eine andere Geschichte, geht vielleicht auch viel zu weit. Der Punkt ist, jedes Mal, wenn ich gegen die Gesetze verstoße, dann muss ich dafür eine Lizenz haben. Deswegen gibt es zum Beispiel auch eine Heiratslizenz. Wenn ich außerhalb der Kirche heirate, wisst ihr doch, wenn ihr zum Standesamt geht mit eurer Freundin oder Verlobten und ihr wollt euch dort verheiratet, dann müsst ihr eine, in Amerika zum Beispiel, muss man eine Heiratslizenz haben. In Deutschland muss man das anschlagen lassen. Wie heißt das jetzt wieder? Ich habe das auch damals gemacht, als ich mich verheiratet hatte. Hilf mir mal einer. Man muss das aushängen lassen. Das muss Aufgebot bestellen. Genau, das Aufgebot bestellen. Das muss also öffentlich aushängen. Das muss angekündigt werden, dass man das macht. Das ist auch im Grunde eine Lizenz haben, eine Lizenz sich holen. Das heißt, und diese Lizenzen, da muss man für bezahlen. Das ist genau, wie man eben auch für die Ablassbriefe bezahlen muss. Ich muss für meine Sünde bezahlen. Was mache ich denn mit dem Ablassbrief? Ich habe gesündigt. Ich gehe zur Kirche, sage, ich habe gesündigt. Und die Kirche sagt mir, hier hast du einen Zettel, da steht drauf, dass deine Sünden vergeben sind und dafür bezahlst du mir jetzt 500 Euro. Um es jetzt mal einfach in diese Welt umzuschreiben, wie es damals war, um es für heute die Menschen verständlich zu machen. Ja? Ich kann mir also einen Ablass von der Sünde kaufen. Das heißt, ich kann sündigen und dadurch, dass ich dann jetzt die 500 Euro oder was auch immer bezahlt habe, werden mir meine Sünden erlassen. Diese Bordelle, das ist genau der Punkt, die mussten auch Lizenzen haben und dadurch kann die römisch-katholische Kirche überhaupt erst sagen, dadurch gestattet sie diese Bordelle überhaupt, weil sie die Lizenzen abgibt, weil sie nämlich Geld dafür scheffelt. Weil das nichts anderes ist, als Ablässe sich zu holen. Und genau so ist unser ganzes Steuersystem heutzutage aufgebaut. Unsere Steuern sind nichts anderes als Ablässe. Ja? Das ist ein ganz interessantes Thema, mit dem man, wie gesagt, eine eigene Sendung bekleiden könnte. Nur, ich will Michael auch gleich zum Wort lassen. Michael, gib mir noch eine Minute. Ich finde nur den Punkt sehr, sehr wichtig. Gerade in diesem Satz, als Antichrist Paul V. versuchte, die genehmigten Bordelle der Heiligen Stadt abzuschaffen. Ja, wer hat denn die Bordelle genehmigt? Die römisch-katholische Kirche. Und warum hat sie sie genehmigt? Weil sie dafür Geld kriegt. Und dann sagen die in Rom, diese Hurenhäuser kann man nicht abschaffen, weil wenn wir die abschaffen, dann ist keine Frau auf der Straße mehr sicher. Erinnert ihr euch daran, wie das heutzutage in Deutschland ist, wenn man als Frau nachts um drei durch eine dunkle Gasse geht? Ist man auch nicht mehr besonders sicher, ne? Wie soll das wohl zusammenhängen? Ja, Michael. Ja, ich habe noch mal eben kurz nachgeforscht, wie man der Kirche, die ich eben genannt habe. Also ja, Sixtus der Vierte, das müsste dann wohl 1482 gewesen sein, denn der hat nur bis 15. Jahrhundert halt, ja. Ja, 1484 gelebt, aber ich habe hier eine Quelle, und zwar das Papsttum und die Päpste von Karl Julius Weber. Da steht also in Frakturschrift sowas drin, dass er da in Rom Bordelle angelegt hat, ein sogenannter Milchzins, jährlich 20.000 Dukaten abwarf und so weiter und so fort. Wir wissen, dass jeder Geistliche einen Dukaten Konkubine Taxe zahlen musste, selbst wenn er keine hielt, und die Kurialisten zu Rom rechneten zu ihrer Einnahme auch noch 20 bis 30 Huren, die ihnen päpstliche Heiligkeit anwies, wie man in Russland so und so viel Bauern anweise. Also das ist alles Frakturschrift, ich muss es jetzt gerade live machen, ne? Und so weiter. Unter Julius III. Hielt man zu Rom Generalschau über die Huren und es fanden sich 40.000 steuerbare oder, wie man im Österreichischen sprechen würde, mitleidige Huren. Lucri bonus odor ex re calibet. Ja, und so weiter. Auf dieses Schandleben zu Rom mag sich das Märchen gründen, dass Sixtus auf die Bittschrift einiger Kardinäle in der heißen Jahreszeit Sodomiterei treiben zu dürfen revolviert habe. Fiat. Okay. Also, wie gesagt, es ist ein Buch, habe ich jetzt zumindest gefunden, das Papsttum und die Päpste, Karl Julius Weber. Da haben wir wenigstens mal hier eine Quelle. Ich mag das ja überhaupt nicht, wenn ich irgendetwas erzähle und keine Quelle dazu nenne. Ja gut, ja. Was du erzählst, also auf der anderen Seite ist das Buch von Babylon, Mysterien, die Religion, das wir hier lesen, ja sowieso gut mit Quellen versehen. Den Absatz, den ich hier angefangen habe zu lesen, der ist ja auch hier mit einer Fußnote versehen. In der Fußnote steht dann auch die Quellenangabe, aus der das genommen ist.
Ich möchte mit diesem Satz nochmal eben abschließen, weil das ist dann auch der Abschluss für die heutige Lesung, da wir inzwischen ja schon bei einer guten Stunde angekommen sind. Dann werden wir uns den Rest dieser Schweinerei für nächstes Mal aufheben müssen. Aber ich kann euch nur sagen, zieht euch warm an, esst nicht zu viel, dass euch nicht schlecht wird, wenn wir es lesen, weil es geht ganz schön ans Gemüt, was wir in diesem Thema hier lesen müssen. Also, wie heißt der Satz hier? Anstatt dass die Lehre des Verbotes der Ehe der Reinheit dienlich gewesen wäre, waren die Exzesse der zölibatären Priester des heidnischen Rom so schlimm, also da sprechen wir von Rom vor dem 4. Jahrhundert, dass der Senat erwog, sie aus der Römischen Republik auszuweisen. Da war es schon schlimm. Als dann später sich das priesterliche Zölibat im päpstlichen Rom etabliert hatte, also ab 320, kamen ähnliche Probleme auf. Als Antichrist Paul V. versuchte, die genehmigten Bordelle der Heiligen Stadt abzuschaffen, erhob der römische Senat Einspruch gegen die Durchführung des päpstlichen Entwurfs. Die Männer des Senats begründeten dies mit der Feststellung, dass die Existenz solcher Hurenhäuser das einzige Mittel sei, die Priester von der Verführung ihrer Frauen und Töchter abzuhalten. Ja, das ist ein ziemlich starkes Stück, mit dem wir heute die Sendung enden. Das war die 19. Lesung von Babylon Mysterien Religion und wir gehen nächstes Mal noch tiefer rein in die Abfälle der römisch-katholischen Kirche, den Missbrauch des Zölibats, die Erklärung des sodomitischen und pädophilen Ursprungs in der römisch-katholischen Kirche, habe ich ja schon an anderer Stelle erklärt, aber das seht ihr, hängt mit dieser Lesung alles damit zusammen und vor allen Dingen dürfte ein Ding deutlich geworden sein, wieder einmal Wasser predigen und Wein saufen. Ja? Und wenn ich dann schon sündigen muss, dann muss ich halt dafür Lizenzen bezahlen. Da muss ich dafür bezahlen, weil der schnöde Mammon regiert das Geld und die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. So steht es in der Bibel geschrieben, in der wir uns täglich unterrichten sollten, um das Wort besser kennenzulernen, um Jesus Christus besser kennenzulernen und um unseren Weg zur Erlösung besser kennenzulernen. Denn es gibt nur einen Weg, Jesus. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Ohne ihn kommt niemand zum Vater. Man braucht keinen Papst, man braucht keinen Kardinal, man braucht keinen Erzbischof, man braucht keinen Bischof, man braucht keinen Priester, man braucht keinen Dekan, man braucht nur Jesus Christus. Und um den zu kennen, lest eure Bibel. Maranatha.